Das Handwerk goldenen Boden hat, das meint nicht nur, dass es sich fürs Portemonnaie lohnt, Tischler, Schuster oder Steinmetz zu werden, sondern auch, dass handwerkliche Jobs ein gewisses Renommee mit sich bringen. Hatten doch die Handwerksgilden und Zünfte des Mittelalters viel Gewicht in der Gesellschaft. Heutzutage jedoch beklagt die Branche, dass sich viele junge Menschen lieber für ein Studium anstelle einer Ausbildung entscheiden würden. Klar, Klappern gehört zwar auch zum Handwerk, aber tatsächlich ist der Bedarf nach Nachwuchskräften im Handwerk gewaltig. Christian Kretschmer war unterwegs mittendrin in Mainz und hat eine Frau begleitet, die sich für den Beruf der Steinmetzin entschieden hat und für einen ganz besonderen Arbeitsplatz. Der Einstieg in den Arbeitstag ist noch unspektakulär, aber das wird nicht lange so bleiben. Viele Leute sagen immer, es wäre der schönste Arbeitsplatz der Welt. Die haben uns aber noch nie den ganzen Tag bei Wind und Wetter und Regen begleitet hier. Also von daher ist es nicht immer der schönste Arbeitsplatz der Welt. Aber die Aussicht ist super. Traumhaft. Über den Dächern der Altstadt in 40 Meter Höhe gibt es für die Steinmetzin allerhand zu tun. Wind und Wetter setzen dem 1000 Jahre alten Denkmal zu. Heute restauriert Jennifer Schraut eine Steinsäule mit traditionellem Kalkputz. In ihren Händen liegt es, den Mainzer Dom vor dem Zerfall zu schützen und ihm dabei ein historisch akkurates, aber doch neues Gesicht zu geben. Es macht mich schon ein bisschen stolz, wenn irgendwann meine Enkelkinder vielleicht mal, wenn ich welche habe, unten vorbeilaufen und dann sagen, da oben den Engelskopf oder den Kopf vom Martin, das hat die Oma gemacht. Das ist schon ja, eine sehr schöne Vorstellung. Nach dem Abitur hat sich Jennifer Schraut entschieden, etwas mit den Händen zu machen. Seitdem habe sie keinen einzigen Tag bereut, sagt sie. Steinmetzin, ihr Traumjob, in dem es immer noch kaum Frauen gibt. Also ich sag mal, hier mit den Kollegen ist es okay, aber grundsätzlich im Handwerk, ich bin jetzt 25 Jahre im Job und habe schon viel erlebt. Also es ist immer so, dass man als Frau, es reicht nicht, wenn man gleich gut ist, man muss den Tick besser sein, um den Respekt zu bekommen. Als Frau im Handwerk reicht es nicht, wenn man im Stehen pinkeln kann, man muss im Handstand pinkeln können, ohne sich zu versauen. Es ist kein leichter Job. Jedes Einzelteil muss mit der Denkmalpflegerin im Bistum begutachtet werden. Sind ja die tollen alten Putze zum Vorschein gekommen, ja, mit den Farbresten. Jennifer Schraut dokumentiert jede Maßnahme. So, dass nicht nur die Steine erhalten bleiben, sondern auch das Wissen darüber. Gerade auch in der Denkmalpflege ist die Dokumentation ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil wir hier tatsächlich ja auch festhalten, welche Schäden wir vorfinden, in welchem Zustand jetzt hier zum Beispiel diese Galerie war und was wir dann gemacht haben, dass für folgende Generationen einfach festgehalten wird, warum wurde was ausgetauscht, was wurde gemacht, wie wurde es gemacht. Doch dieses Wissen droht auszusterben. Wie in Mainz schließen immer mehr Ausbildungsstätten. Die Zahl der neu ausgebildeten Steinmetze in Deutschland ist im Laufe von Jennifer Schrauts Berufsleben um 80% gesunken. Das geht auch am Denkmalschutz nicht spurlos vorbei. Und das bereitet auch Denkmalpflegerin Diana Ecker Sorge. Jetzt werden wir merken, dass nach und nach die guten, erfahrenen Handwerkerinnen und Handwerker langsam in Rente gehen oder und es kommt kein Nachwuchs nach. Und das ist wirklich dramatisch, ja, weil wir wirklich darauf angewiesen sind. Die Konsequenzen, die ich einfach sehe, ist, dass das historische Substanz kaputt gehen wird. Also wenn wir einfach nicht die geeigneten Leute haben, die sie weiter sichern und erhalten können. Wir verlieren Kulturdenkmäler einfach dann, weil Wissen verloren geht. Und das ist doch dramatisch. Das darf doch eigentlich gar nicht sein. Um das zu verhindern, sagt Jennifer Schraut, müsste sich vor allem die öffentliche Wahrnehmung des Handwerks ändern. Einfach dieses, man studiert, damit man viel Geld verdient und es einem gut geht, ist auf der einen Seite ja ganz schön und gut. Aber wie gesagt, man braucht halt auch die Leute, die einem das Häuschen bauen, die einem tapezieren, die einem verputzen, die einem, weiß ich nicht. Und wenn es dann irgendwann mal der Grabstein für die Oma ist, die einem den machen als Steinmetz. Und da fehlt so ein bisschen, dass das wieder ein bisschen mehr gewertschätzt wird. Ohne ihr Handwerk jedenfalls würden Baudenkmäler wie der Mainzer Dom nach und nach ihr Gesicht verlieren.